Das geht ja gleich gut los hier. Wo ist meine Keule? Da ist meine Keule. Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück. Okay. Also 8 Blacks habe ich. Können wir aber eigentlich auch die Tasche mal voll machen. Aber noch ein bisschen Blacks in Reserve, ne? Für später noch schlechte Zeiten. Ja, passt. Wunderbar. Aber dann holen wir nochmal Schilfrohr raus, nochmal 4 Stück, und dann haben wir auch den Stoffköcher gleich. 1, 2, 3, 4. Und zack, weben. So. Fertig, wir können den Stoffköcher machen. Wunderbar. Den Stoffköcher herstellen, jawohl. Dann können wir die Pfeile reinpacken. Muss mal gucken, ob ich dann Bogenschütze bin oder ob ich Nahkämpfer bleibe. Eigentlich sind meine Leute die Nahkämpfer. Ich kann ja von hinten in den Rücken schießen. So, Stoffköcher. Rein da. Dann holen wir uns die Pfeile mal raus. Damit ich schon mal welche habe. Das ist jetzt schön. Finde ich klasse. Zack, zack. Wunderbar. Wunderbar. Und die Karotte. Geht doch. Nee, das ist verbranntes Fleisch. Nee, das ist ein Stück gekochtes Fleisch. Geräuchertes Fleisch. Ja, das will ich haben. Und. Ach komm. Nimm ich das jetzt mit. Achso, Pilz nehmen die gar nicht. Geräucherter Pilz. Schade. Oh. Na gut. Die nehmt ihr gar nicht. Dann nehmen wir 2 da. So. Einfache Pfeile hat er hergestellt. Wunderprächtig. Ja, wunderbar. Es läuft. Läuft doch flockig. Was fehlt denn hier bei euch? Baumstamm, Flachs. Okay. Was fehlt da? Baumstämme. Ja, sollte ich vielleicht mal holen, ne? Lass mir aber meine Fackel mal reparieren. Damit es nicht ganz so dunkel nachher wird wieder. So, Fackel. Holen wir die Baumstämme mal. Wir legen das ab. Wir machen das ran. Oder hat er schon Baumstämme gefällt? Ich muss mal gucken. Schon fleißig war. Nö. So, Fackel in die Hand. Das in die Hand. Und Baumstämme fällen. Ja, holen wir mal die Baumstämme rein. Gehen wir mal gleich ans Forschungsding. Gucken mal, was wir das nächste reinlocken können. Ich will das Fleisch eigentlich gar nicht kochen. Warte mal. Ja, weg. Atmen Pilz kannst du machen, ja. Aber kochen bitte nicht. Wäre mir hier auf dem Räuchergestell doch ein bisschen lieber. Okay. Gucken wir mal, Forschung. Ich glaube, wir machen jetzt doch das Bergbaulager. Einfach schon mal rein. Wenn es schon mal geskillt ist, ist ja toll. Also erforscht ist. 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. So. Erforscht ist schon mal erforscht. Immer gut. Oh. Da habe ich mich um einen verzählt. Nee, halt, ich habe mich nicht verzählt. Vergesst nur wieder, dass da unten die Tasche ist. Warte. Siehst du? Passt doch. Yum, yum, yum. Lass uns mal kurz gucken. Holzfällerplatz baue ich nicht, das brauche ich nicht. Rennofen haben wir. Sammellager. Ja. Werkbank haben wir schon. Ja, gut, eigentlich kommen wir hier ganz gut vorwärts. Wir machen jetzt alle ein kleines Nickerchen. Dann gehe ich jetzt noch mal kurz Holz holen. Ich habe noch mal zwei Baumstämme noch mal. Oh, das war auch sehr intelligent, ne? Das Lager hier reingebaut. Okay. Passt doch eigentlich ganz gut. Ja. Es wäre gleich schön versteckt. Mit den Büschen und dem Baum. Das finden die Banditen nicht mehr. Geilo, geilo. Gut, es wird erforscht. Bum, bum, bum. Na, guck mal, da ist das nächste Plankenschild fertig. Noch mal Zinnbarren. Guck mal, wenn wir einen Zinnbarren haben, lass uns doch mal ein zweites Räuchergestell aufbauen. Weil dann kannst du bei dem einen Pilze machen und bei dem anderen Fleisch. Den Holz, 5 Rohstein. Okay. Holz. 5 Rohsteine, Kiste glaube ich noch. Ja. 5 Rohsteine, dann brauchten wir Seide, ne? Drei Seile. Ich habe schon so oft Seile gemacht, aber ich merke es mir nie. 3 Seile, also 3 Flachs und 6 Hanf. Okay. Hier sind Seile. Perfekt. Super, so, verwalten. Also hier machst du dann das da. Und das an zweiter Stelle. Das nicht, das nicht, das nicht. Na, guck mal, 33 von dem, 62 von dem. Also diesmal läuft es wirklich gut. Ja, läuft gut. Gucken wir mal die Stunden in die Forschung rein. Wir brauchen ja das robuste Hemd ja eigentlich. Bergbaulager ist gemacht. Das wird auch demnächst dann aufgebaut. Lass mich mal kurz gucken. Ja, der Verband wäre auch nicht schlecht, ne, mal endlich zu machen. Ja, komm, lass uns mal den Verband machen. Wir machen Salbei und Flachs. Salbei und Flachs, muss ich mal gucken. Ach komm, das sammeln wir hier draußen herum. Ach, da sind, oh, Banditen. Geht ja gleich gut los. Das geht ja gleich gut los hier. Wo ist meine Keule? Wo ist meine Keule? Ja, die werde ich auch noch vertreiben. Wenn mein Dorf größer wird, werden sie alle geprügelt. Gucken wir mal kurz um die Ecke, ob wir hier was Gescheites finden. Da haben wir zum Beispiel schon mal Flachs. Noch mehr Flachs.
Ja, Salbei müsste ich gucken auf der Map. Wo es das hat. Oh. Ah, guck mal, hier ist nochmal Salbei. Wollte ich noch nicht mal gucken. Na gut, da war jetzt ein Salbei. Heute will ich auch wieder ein paar Quests machen, damit wir natürlich auch ein paar mehr Dorfbewohner hier reinkriegen. Ne, das wollen wir natürlich auch. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal zu meinem Sammellager und gucke mal, ob da... Ich weiß gar nicht, ob ich da Salbei... Salbei sammeln lasse. Ist da überhaupt Salbei in der Nähe? Muss ich mal gucken. Okay. Ja. Okay, Sammellager. Nee, Salbei sammelt er gar nicht. Lass mal Salbei reinmachen. Auffüllen. Machen wir auch auf 30 und dann passt das schon, ne? Aber Pilze sind Priorität und dann Flachs, Hilfrohr, Hanf, Salbei, ja. Ja, das passt. Okay, dann gehe ich mal kurz dahin gucken. Salbei mal kurz holen. Machen wir, ne? Machen wir. Lass mich noch mal kurz auf den Map gucken. Da ist Salbei. Guck mal, hier gleich an der Kreuzung. Da brauche ich gar nicht weit laufen. Da hatte ich jetzt ja kein Salbei gefunden, bis auf einen. Das... Oh! Warte. Da sind ja noch Sachen drin. Ah, die ist kaputt. Ja, dann brauche ich, die ist auch kaputt. Ja, dann brauche ich aber gleich erstmal nochmal was zum Auffüllen. Ah ja, zerlegen. Alle zerlegen. Zerlegen. Ah, ja, das ist auch so schön. Dieser... Den noch? Nein, ich will damit dahin. So. Und so. Okay, dann holen wir nochmal drei. Haben wir vielleicht drei Bären noch drin? Irgendwie nicht wirklich, ne? Nummer drei brauchte ich selber. Das mal rein. Allbein. Bären haben die. Haben die noch keine wieder gesammelt? Schade. Ist nichts drin, ne? Ah, ein bisschen Hanf, ein bisschen Schilfrohr, okay. Ja. So, okay, warte mal. Lass mich mal kurz da hinten drei Pilze holen. Die sind ja hier eigentlich gleich um die Ecke gewesen. Drei rohe Pilze. War das nicht hier? Ah, guck mal. Ernten. Zack. Zack, dann brauchen wir nicht das schöne gebraten und geräucherte Zeug da. Da passt das nämlich ganz gut. So, hinzufügen. Wer ist eigentlich mein Sammler? Muss mal kurz gucken, wer mein Sammler eigentlich ist. Bevölkerung. Ja, okay, Lubomir. Eigentlich doof. Er kümmert sich eigentlich ums Holzfällen. Nee. Er kümmert sich ums Herstellen. Und um Lieferung. Ne, Lubomir, das ist nicht gut. Warte mal. Ich glaube, dann mache ich das mal so. Ja, wir brauchen noch weitere Leute. Wir brauchen noch weitere Leute. Platz habe ich an der Siedlung, ne? Gucken wir mal kurz. Hier schläft nur Igor. Da habe ich auch noch mal ein Zelt. Aber das ist noch gar nicht fertig. Wohnzelt, Grashof errichten. Ja. Okay. Wohnzelt abgeschlossen. Das ist gerade ein bisschen verwirrend, was da stand.
Aber okay. Will man nicht so sein, ne? Okay, die haben schon das Flachs selber reingepackt. Okay. Wieso habe ich noch einen Pilz übrig? News from the kingdom. There's always something. Alle hier, okay. Gucken, gucken, gucken. Die Schnüre, die sind auch schon in der Herstellung. Auch schon dabei. Machen wir mal hier da das Flachs mal raus. Da habe ich das, das, das. Das müssen wir bald mal reparieren. Dann nehme ich mir mal ein Holz raus. Das ist das. Oh, habe ich einen Bogen? Ja, doch, ich habe einen Bogen, genau. Und Pfeile. Ah ja, genau, da war ja auch schon soweit. Ah ja, perfekt. Na, dann kommen wir doch langsam mal. Wenn hier das Stück gekochtes Fleisch. Nehme ich mal mit. Okay, und Salbei. Salbei. Jetzt mal kurz Salbei um die Ecke hier jagen, damit die das. Die Verbände mal kurz schnell machen können. Salbei, Salbei. Da ist Flachs, Flachs, Flachs. Da ist Salbei. Voll. Saubere Sache. Mal gucken. Aber auch nicht gerade viel Salbei hier. Da ist nochmal Salbei. Ne, das Flachs. Da, da sehe ich ihn. Lauf nicht weg, bleib stehen. Da ist er. schön. So. Klarchen. Da brauche ich aber, glaube ich, noch ein bisschen, ne? Ich glaube, 5 oder 6 Stück brauchte ich noch. Oh, guck mal da, guck mal da, guck mal da. Ganze Plantage. Alles für mich angesehen. Schön. Okay, bringen wir es zurück. Und dann gucken wir, was wir da noch reinstopfen können. Und dann gucken wir mal, was wir für eine Quest erledigen können. Also das von Ferdinand Gobert können wir erledigen. Das ist kein Problem. Müssen wir nur hinlaufen. Ich wollte auch meine Fackel reparieren. Schön. Ach, guck mal. Die Dinger sind schwer voll. Ach, Menno. War noch gar nicht weg hier. Forschung. Zack, 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 zack. Wunderbar. Jetzt kann das geforscht werden. Einmal so, genau, dann gehen wir mal an, herstellen, reparieren. So, wunderprächtig. Und jetzt ist der Ferdinand eigentlich. Der Ferdinand ist hier in Padstow. Dann gucken wir mal nach der anderen Quest. 4 Schnüre. Boah. Ob wir die schon fertig haben? 4 Schnüre. Ich hab gemeint, dass da noch ein bisschen was war. Schon was da. Einfache Schnur wurde hergestellt. Wo legst du die ab? Hier. 1, 2, 3, 4. Können wir noch 2 Baumstämme besorgen? Wunderbar. Richtig, läuft doch. 2 Baumstämme besorgen. Lass mich kurz was essen. Und dann nehmen wir aber bisschen noch mal ein bisschen was zu essen mit, ne? Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Genau. So, warte mal, mein Reiseschild habe ich ja hier. Nom, 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 nom. Ach komm. Reiseschild. Wir gehen jetzt mal darüber. Da kriegen wir auch noch Bäume. Und das ist ja gar kein Problem. So. Packen wir mal hier einen Baum ab. Okay, ein Baumstamm. Wunderbar. Jo, der Verband ist abgeschlossen.
So, Verbände haben wir auch, also können wir auch Verbände herstellen. In Zukunft. Und nehmen. Wunderbar. So, machen wir auch wieder ein paar Schritte hier. Ja, ist das Leichteste, ne? Einfach darüber und einen Baum mitnehmen, fertig. Fertig ist die Sache, ne? Wo bist denn du? Wo läufst du rum? Da läufst du rum. Der Mauer auf der Lauer. Ferdinand! So. Gute Nachrichten. Bessie sieht besser aus, dank dieses Tranks. Aber was die Wölfe angeht, sie streunen immer noch herum und machen einen Aufstand. Sie sind eine Gefahr für all unsere Viecher. Könntest du uns vielleicht noch einmal helfen, sie loszuwerden? Ja, komm, ich werde mich drum kümmern. Natürlich werden wir uns drum kümmern. Verdünne die Wolfspopulation. Machen wir. Aber jetzt muss ich aber erstmal in die andere Quest noch rein, weil der hier. So, und der ist natürlich ein Herrendien. Ist klar. Logisch. Und dann reisen wir mal geschwind darüber. Und holen uns das mal. Für den nächsten Mietarbeiter. Ach, ich mag manchmal Rechtschreibfehler. Manchmal sind die echt köstlich. Machen wir jetzt ein Leasing auf. Ach, herrlich. So, Dalibor, ich komme. Du kannst nicht entfliehen. Nicht kriegen. So, Dalibor, ne? Ja, Dalibor, natürlich. So, sei gegrüßt, Kamerad. Was die Sachen angeht, nach denen ihr gefragt habt. Es ist eine Freude, euch zu sehen. Habt ihr die Dinge mitgebracht, die ich brauche? Ja, ich habe alles. Nehmt das. Naja, die bekommen Essen und Unterkunft frei und dafür müssen sie nur schuften. Das geht schon. Okay. Ein wahrer Lebensretter. Danke, bitte nehmt das als Belohnung. Jetzt muss ich euch entschuldigen. Es ist Zeit, diese verdammte Tür zu reparieren. Vergesst ihr nicht etwas, alter Mann? Rüber. Leckeres gebratenes Fleisch für eure Frau. Verdammt seien diese königlichen Hunde, die mich am Kopf getroffen haben. Ich werde sie heimsuchen, wenn ich sterbe. Danke, junger Mann. Denkt dran, glückliche Frau. Ja, ja, glückliches Leben. Passt auf euch auf, alter Mann. 150 Ruhm und eine kleine Falle. Mhm. Okay, dann habe ich 228 Ruhm. Ich glaube, das wird noch nicht ganz ausreichen. Ach, der will was Neues wieder. Moment. Kann ich helfen? Jungspund, sag mal, könntest du mir bei etwas helfen? Ach, bestimmt, ne? Leider ist mein Lehrling nach Pazdo gezogen, um mit einem anderen Zimmermann zu arbeiten und hat auf dem Weg meine besten Werkzeuge mitgenommen. Dieser kleine, illoyale Kerl. Also bin ich auf mich allein gestellt und brauche etwas Hilfe bei ein paar Kleinigkeiten. La, was kann ich denn tun für dich? Lord Ashburn veranstaltet ein Sonnenwendfest für seine engsten Kommandanten und hat eine Auswahl kunstvoll gestalteter Holzstühle bestellt. Das ist meine Spezialität, weißt du? Nee, weiß ich nicht. Leider wurde der Brief mit dem Auftrag versehentlich an Marek, den Tischler aus Pazdo, geschickt. Ein ziemlicher Fuscher, dieser Bursche. Es wird für niemanden gut enden, wenn er diese Stühle für Ashburn herstellt. Könntet ihr ihm den Brief abnehmen und zu mir bringen, damit ich die Stühle richtig machen kann? Oh, und ich brauche neue Werkzeuge. Gute. Aber Sambor, der Werkzeugmacher, ist ein Meister. Er wird dir die besten Ersatzteile haben. In Ordnung, es sollte nicht lange dauern. Ich kümmere mich darum. Sprich mit Marek. Hier haben wir noch. Hier leuchten noch ein paar Quests auf. Du auch nochmal. Willst du denn? Kann ich helfen? In letzter Zeit gibt es Gerüchte, dass nachts in der Nähe von Herrendien seltsame Dinge geschehen. Was kannst du mir über die seltsamen Vorkommnisse erzählen?
Einige Dorfbewohner erzählten mir von einer mysteriösen Gestalt, die am Rande des Dorfes lauerten. Einige von ihnen glauben sogar, dass es ein Geist ist. Bitte frag dich und prüfe, ob dies eine Bedrohung für das Dorf darstellen könnte. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wen soll ich denn danach fragen? Frag Theodor und Andrea. Sie waren die Leute, die es gemeldet haben. Okay. Du kannst also Emily fragen, selbst wenn sie am trotzigsten ist, weiß sie in der Regel, was im Dorf vor sich geht. Ich werde es tun. Jawohl. Oh. Ach, guck mal da. Sprech mal mit ihr gleich. Möchtest du etwas? Der Älteste hat mir gesagt, dass du etwas über die Person weißt, die am Rande des Dorfes lauert. Götter, mein Herz wäre mir fast aus der Brust gesprungen, als ich sie sah. Eine Schattengestalt an der Grenze des Dorfes. Du kannst mich auslachen, so viel du willst, aber ich glaube, dass es wirklich eine Art Geist sein könnte. Denk darüber nach, was auch immer es ist. Es erschreckt die Leute nachts. Und zwei von uns haben es gesehen. Schon gut, schon gut. Wo hast du diesen Geist gesehen? Oh, ich habe ihn im Wald in der Nähe des Dorfes gesehen. Bitte, wenn du danach suchst oder nach ihnen, sei vorsichtig. Wir wissen nicht, was es ist. Danke, mein Lieber. Es ist beruhigend zu wissen, dass sich jemand darum kümmert. Bitte sei vorsichtig da draußen. Natürlich, ich verspreche es. Natürlich. Sprechen wir mit ihr noch. Emily, was brauchst du? Der Älteste hat mir gesagt, genau. Götter, warum glaubt dieser alte Mann, dass ich über alles Bescheid weiß, was hier vor sich geht? Na, das glaube ich auch. Hör zu, ich habe nichts gesehen, aber das ist eine gute Gelegenheit, den Dorfbewohnern zu zeigen, dass du etwas tust, um ihr Leben zu verbessern. Statt sich einfach mit den Dingen abzufinden, wie sie unter unserem sogenannten Anführer sind. Danke für den Hinweis, Emily. Ich werde sehen, was los ist. Nun, jemand sollte die Verantwortung übernehmen. Die Dorfbewohner brauchen jetzt etwas Beruhigung. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Tschüss. Oh, du hast aber auch noch was anderes für mich. Ah, oh, willkommen, Freund. Okay, nun, mächtiger Helfer der Niederlande. Ich habe eine Sache im Sinn, die perfekt zu deinen Fähigkeiten passt. Ich hoffe, meine Bogenschießkünste für alles, was in der Zukunft kommen mag, aufzufrischen. Der kleine Haken ist jedoch, dass der Älteste mich meine Köche und meine Pfeile verkaufen ließ. Nein. Willst du so nett sein und mir neue besorgen? Ja. Okay, das sollte ich hinkriegen. Gut, ich bleibe gleich hier. Das glaube ich nicht, ich werde dich wieder suchen müssen. Ah, herrlich. Na gut. Ich bin mit dem nächsten, bevor es gleich wieder dunkel wird. Und die Dorfbewohner sich wieder alle verkriechen. Geht ja immer so schnell hier. Hey, was kann ich heute für dich tun? Der Älteste hat mir gesagt, ja. Ach ja, ich habe sie nachts in der Nähe des Waldes gesehen. Wie eine nachtaktive Kreatur. Ich bin mir sicher, dass sie nicht zu den Briganten gehört. Diese faulen Säcke patrouillieren zu dieser Zeit nicht im Dorf. Ein Banditenausguck oder so etwas würde ich sagen. Lauert jemand auf den Feldern? Das klingt furchtbar verdächtig. In der Tat, ich wünschte, es wäre so harmlos. Am besten, du passt auf dich auf. Es könnte mehr dahinter stecken, als man auf den ersten Blick sieht. Werde ich. Natürlich, ach, du hast auch noch was für mich. Ja, okay, komm her. Ich habe eine Aufgabe für dich, wenn du etwas Geld verdienen willst. Natürlich, immer. Aber auch Ansehen bitte, ne? Ein Händler hat mir einen äußerst gut bezahlten Auftrag gegeben. Er will Waffen, aber aufgrund des engen Zeitplans kann ich nicht das ganze Eisen selbst besorgen. Da kommst du ins Spiel. Ich gebe dir einen Teil meiner Bezahlung im Voraus, wenn du mir Waffen von dieser Liste bringst. Oh klar. Bin gleich wieder da. Vielleicht auch ein bisschen bis später, ne? Einfache Pfeile und Stoffköcher will sie haben. Aber ein Stoffköcher? Warte mal, wenn ich jetzt mal sage... meine Pfeile mal raus. Stoffköcher mal so. Ja, guck mal. Beides besorge ich mir dann draußen wieder. Oh, du bist gerade mir vorbeigelaufen. Stopp. Willkommen. Wegen dieses Köchers und der Pfeile, die du wolltest. Hast du es geschafft, sie für mich zu besorgen? Ja, habe sie hier. Gut gemacht. Ich werde sie gut gebrauchen können. Hier ist eine kleine Belohnung für deine Bemühungen. Komm einfach nicht wieder in Schwierigkeiten. Es ist, als ob du mich überhaupt nicht kennen würdest.
und nimm eines davon als Zeichen meiner Dankbarkeit. Okay, was nehmen wir? Bogenschießen, Beweglichkeit. Ach komm, wir mal Bogenschießen. Oh, wieder Ruhm gekriegt. Oh ja. Super. So, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.